Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Stammbach. Heute am Stammbach Sonntag einen wunderschönen guten Tag, wünsche ich euch zusammen. Ja, ich weiß, heute ist sehr spät, aber besser später als nie. Es kommen heute auf alle Fälle versprochen 3 Folgen Stammbach und es kommen heute auf alle Fälle mindestens eine Folge Nordfriesische Marsch, habe ich euch ja gesagt. Da fiel gestern leider aus. Aber entweder werde ich heute eine längere Folge machen oder vielleicht sogar 2 Folgen hochladen. Also einfach den Kanal im Auge behalten den ganzen Tag oder wie ihr halt Zeit habt, wie ihr Lust habt. Und dann seht ihr auf alle Fälle, da kommen heute noch einige Videos, das kann ich euch schon mal versprechen. So, ich muss gerade mal die Kollegen hier wieder in Schwung bringen. Hat der sich umgestellt? Links, jo. Gut, dann kannst du mal fahren. Ah ja, das Frontding jetzt runterlassen, ne? Das vergesse ich immer. Geiles Gespann, ne? Mir gefällt das richtig gut. So, was haben wir denn noch gehabt? Warte mal, dann kann ich aber zuerst den anderen Kollegen, wo ist denn der? Da ist er. Dum. Der hat das mit CP gemacht, glaube ich, ne? Warte mal. Feld 109. Okay, dann machen wir das ganz fix selber fertig. Bevor wir den aufs nächste Feld schicken. Genau, wir konnten ja das Feld hier nicht ansehen, weil er nicht fertig war mit dem Grubbern. Aber das ist ja jetzt fast abgeschlossen. Das schaffen wir auf alle Fälle in dieser Folge. Das ist schon cool, ne? Kann ich den Frontkraftheber da vorne, kann ich den einklappen? Ein Java-Update ist verfügbar. Okay, geht doch mal weg, Java-Update. Ich muss hier was machen, danke. Wie war denn hier die IC-Steuerung? Nein, ruhig bleiben. Da ist sie. What? Ich hover drüber und es verschwindet. Läuft. Frontkraftheber auf- und abschalten. Warte mal. Ne, das war's nicht, ne? Okay, irgendwie ist das komisch hier. Green Star, nö. Heck. Okay, das war das da. Was ist das hier? Ich weiß nicht. Das funktioniert aber irgendwie nicht. Okay, schade. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Zündung. Steuerkonsole. Achso, das ist das hier. Okay. Lenkrad raus. Licht. Ja, okay. Ne, aber sonst kann ich nichts einschalten, ne? Das war dieser Bildschirm, ja. Jetzt fällt er runter, oder? Ja. Halten wir wieder ein. Front, Hydraulik, auf, ab. Wahrscheinlich geht nur, wenn was dran hängt. Okay, ja, wir haben es versucht. Der Wille war da, ne? So. Fahren wir dann mal rüber. Es gab nämlich Traktoren, da konntest du die Fronthydraulik komplett einklappen, wenn du sie nicht gebraucht hast. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Aber, mein Gott, die Welt dreht sich trotzdem weiter. So, fahren wir ein bisschen innersicht, ne? Würde auch immer gewünscht. Gut, dann fahren wir jetzt einmal hoch, einmal runter und dann können wir den Kollegen schon aufs nächste Feld ansetzen. Und ich glaube, das war's dann mit dem Grubbern, ne? Mit dem großen Johnny, weil die 3 Felder hier oben machen wir ja Mais, haben wir gesagt. Und für die Maisdrille brauche ich halt davor, muss es halt davor gegrubbert sein. Und die andere Maschine kann das dann komplett. Wobei, vielleicht grubbern wir auch noch die anderen Felder, wenn wir Zeit haben. Und ja, es ist halt einfach so. So cool die Kombination auch ist, die ich jetzt unten habe, es dauert einfach länger. Weil guck dir an, jetzt haben wir hier 2 Felder gegrubbert. Eins davon ist schon angesät und der da unten ist immer noch dabei mit dem Ansehen. Also, muss man irgendwie schon sagen, das geht halt schon ein bisschen schneller hier. Zumal ich ja auch mit 14, 15 km/h fahre, ne? Und die Sämaschine ja nicht wirklich langsamer ist. Das geht schon schneller. Schon ein geiles Gerät, Alter. Das war ein richtig guter Kauf. Der Leo, habe ich gesehen, der streamt auch wieder jetzt ab und zu LS. Auf dem offiziellen BurningGamers.de Twitch-Kanal. Und Link ist in der Videobeschreibung. Und der hat aber ein bisschen Probleme mit seinem Johnny gehabt. Der hüpft rum oder beschleunigt nicht. Irgendwas war da. Weiß ich nicht genau. Fand ich ein bisschen komisch. Aber gut. Was soll ich denn machen?
So, dann fahren wir mal rüber und hier sind wir ja sozusagen. Ja, hier ist noch ein kleines. Ach komm, vergiss es. Dann lassen wir ganz kurz ausgeklappt, fahren aber nicht so schnell. Und dann können wir schon mal vorbereiten. Was ist das für ein Feld? Feld 78. Okay, warte, dann müssen wir ein neues machen. Feld 78. 6 Meter wird ungefähr passen. Warte, wir stellen uns jetzt hier hin, ganz gemütlich. Wir machen wieder zweimal Vorgewende, dreimal Vorgewende scharf. Lasst es mal. Hallo? Was soll das denn sein? Lass mal den mal ein bisschen berechnen hier. Er hat nichts berechnet, oder? Nein, das ist ein Feld. Hallo? Er kennt das nicht wirklich hier, ne? Guckt euch mal an hier. Er sagt, das ist ein großes Feld. Das ist natürlich schlecht. Okay, dann müssen wir mal mit dem Helfer arbeiten hier. Weiß ja nicht, warum das so ist, aber gut. Auf alle Fälle kann hier gegrubbert werden, das ist schon mal ganz gut. Warte mal, dann können wir doch mal... Aber wenn er die Grenze nicht erkennt, ist er auch doof, ne? Was? Der fährt jetzt bestimmt rüber ins andere Feld. Na, siehst du, das ist eben genau das Problem. Die Feldergrenzen, die sind teilweise... Gut, man muss natürlich jetzt dazu sagen, ja, es könnte sein, dass in einer aktuelleren Version das gefixt ist. Ich habe nicht die aktuellste Version, weil ich ja hier im Privatumbau habe. Das hat der Paul hier umgebaut. Und wenn ich da jetzt auf eine neue Version wechsle, dann ist das weg. Ne? Klar, dann ist der Umbau weg und deswegen doof. Aber jetzt war hier wieder sie besitzen das Feld nicht. Sehr komisch. Irgendwie schon sehr, sehr komisch. Aber gut, was wir machen können, wir können einmal außen rumfahren, dann haben wir ja so einen imaginären Kreis gezogen. Oder vielleicht auch nur diese Längsbahn hier, weil sonst ist ja überall Wald. Ne? Also ich glaube, es geht ja wirklich nur um diese Kante hier entlang. Dieser Feld, wie nennt man das? Diese Feldgrenze zum anderen Feld. Ja. Okay, das ist nicht cool, aber ist nicht so schlimm. Ich sehe gerade, die Schafe brauchen ein bisschen Wasser, by the way. Wir haben nochmal 24% Wasser drin. Das ist nicht so viel für ein paar Schafe. So, möglichst weit rausfahren. So, kann ich jetzt hier einen Helfer anmachen? Ja, jetzt. Ah, siehst du? Jetzt wird ein Schuh raus. Ja, weil jetzt ist da gar kein Problem. Oh, Baum. Nee, noch ein Baum. Okay, das sollte funktionieren. Was machen wir hier eigentlich? Der macht seinen Job, ne? Dauert ein bisschen, aber er macht seinen Job. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Genau, hier haben wir Gras angesät, ne? Mann, das hatte ich schon fast wieder vergessen. Da müssen wir noch ein bisschen weitermachen. Aber da sind wir auch schon in den finalen Zügen. Und dann kann der Kollege wieder hochfahren auf die 109 und da weiter ansehen. Richtig. Kann man nämlich oben wieder ein bisschen Mais ansehen. Richtig geil. Wird da durch ein Objekt blockiert, okay. Müssen wir gleich. Ah, die Ecke. Ja, die Ecke ist natürlich problematisch. Da hast du schon recht. Aber nichts, was man irgendwie nicht lösen könnte, ne? Seh nix. Ja. So. Oh, wollen wir ein bisschen Allrad anmachen hier? Allradsperre. Damit es auch ein bisschen besser funktioniert. Wir fahren jetzt vorne hin bis zum Ende des Waldes. Weil es sind auch keine Steine mehr dann im Feld. Oder am Feldrand. Keine Bäume mehr. Dann passt das schon. Wir müssen unsere BGA wieder mal ein bisschen auffüllen, ne? Da kommt kein Geld mehr rein. Nee, 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 nee. Kompost müssen wir auch mal nachgucken, ne? Ich habe ein bisschen das vernachlässigt die letzte Zeit. So. Lass unten. So, jetzt sind wir ja wirklich ziemlich am Feldrand, ne? Also kann man ja wirklich nicht anders sagen. So, das läuft. Hier wollen wir weitermachen. Ja, wie gesagt, da fahren wir 3-4 Mal hin und her und dann läuft die Luzi. Oh, Fehler. Hm. Naja, müssen wir mal mitleben. Immer wieder speichern ist das Rezept zum Glück, sage ich immer wieder.
Okay, hier wird gearbeitet, hier wird auch gearbeitet. Der Fendt. Der Fendt wartet jetzt noch mit Dünger streuen, weil hier müssen wir natürlich dann später Dünger streuen, hier auf dem großen Feld. Weil diese Sämaschine, die wir da vorne haben, also diese Saatbett-Kombi, bla bla, hat keine Düngerfunktion. Weil gut, kann nicht alles haben, ne? Und deswegen müssen wir da noch ein bisschen nachdüngen. Aber lass erstmal das Feld fertig machen und dann können wir drüber reden. Sonst wird das wieder so Halligalli-Aktion und das ist nicht so cool. So. Gut, dann drehen wir nochmal um hier. Ja, nee, du musst nicht vorfahren, das ist kein Ding. Ich habe zwar schon lange gedrückt, aber fährt immer noch zurück. Alles kein Problem, weißt du? So, ablassen. Hier unten ist alles cool. Hier, auch gut. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal hier ein bisschen wieder gesät. Aus. Wir können die Maschine aber tatsächlich aufgeklappt lassen. Wir fahren jetzt nur ganz ein kleines Stück rüber. Stellen uns schon mal Körnermais ein. Oder Mais im Allgemeinen. Oh oh, ich glaube, wir haben hier nicht Platz. Warte, müssen wir trotzdem mal die Maschine zusammenpacken. Oder machen wir ganz fix hier, warte mal. Der Wald muss sowieso weg, ne? So, den haben wir mal umgeworfen, ganz fix. Ah, jetzt haben wir hier ein bisschen Licht. Wir müssen unbedingt dieses Feld hier kaufen, ne? Wenn da der Nachbarslandwirt mal nachschauen kommt, wie es sein Feld geht. Und da sieht, dass ich die ganze Zeit durchgefahren bin hier. Alter, da gibt es aber richtig Donnerwetter, glaube ich. So, tada. Feld 109, sehen. Aha. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Wo fängt denn das an? Hier vorne fängt es an. Hier, glaube ich. Ne, hier hört es auf. Wo fängt das Ding an? Hier fängt das an. Okay, was? Ist nicht das Problem. Du fährst einfach dahin. Düngerfunktion? Ja. Okay. Passt. Wo bist du hingefahren, Alter? Ist das wirklich so scheiße hier mit den Feldgrenzen? Ja, ich weiß, ich fahre jetzt gerade alles kaputt, aber warum fährt er da rein? Das war so nicht geplant? Ach ja, du bist hier hingefahren. Ja, läuft. Was machst du denn so weit weg von zu Hause? Hi, der Witzka. So, da kommt der Kollege Johnny. Johnny versus Johnny, hallo, moin moin. Der sieht hier nämlich Körnermais an für uns. So, der andere Kollege wird einfach geradeaus rüber geruckelt sein, ne? Ja, da kennt er nichts. Da kennt er auch nichts, ne? Ja, der ist einfach geradeaus weitergefahren hier. Läuft. So, was hast du eingestellt? Links? Ja, passt doch eigentlich. Aber du siehst doch hier, dass es schon gegrubbert ist, oder? Du bist doch nicht doof, bitte. Ja, danke für diese sehr gute Antwort. Was machst du hier, Alter? Du sollst nur dem Ding entlangfahren. Das hat auch nichts mit der Feldgrenze zu tun jetzt gerade. Er muss doch wissen, dass hier schon gegrubbert ist und dass er hier nicht weiterfahren muss. Das ist doch ganz einfach. Dann fährt er 2-3 Meter gut und dann haut er so einen Schlenker nach links rein und dann ist er wieder... Ja. Jetzt muss er nach links lenken, sonst hast du ein Problem. Ja, er lenkt nach links, okay. Ja gut, lass mal das mal so stehen. Ich hoffe, das wird. Du brauchst noch ein bisschen Pause. Oh, da haben wir gleich kein Saatgut mehr drin. Ja, weißt du was, dann werden wir das jetzt aber gleich hier auffüllen gehen, weil wenn ich sowieso schon hier in der Nähe des Hofs bin und gerade in der Bahn zu Ende gefahren wurde, dann kann man doch hier schon mal auffüllen. Dann wir schon mal den Fronttank freimachen. Vorsichtig, ist alles hier teure Maschine. So. Ne, warte, ich möchte das direkt von der Maschine nehmen. Weil da muss ich die nicht wieder ausleeren, weißt du? Da ist aber gar nicht so viel drin, sehe ich gerade. Ja. War auf alle Fälle richtig. Wie viel kommt da raus?
Hat auch so viel drin? Ah, okay, die Anzeige, die ich gesehen habe, war eine andere, okay. Gut, aber liebe Leute, wir sind erstmal fertig für den Moment. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns, wie gesagt, heute bestimmt noch mindestens dreimal, weil zweimal noch Stappenbach, einmal mindestens nordfriesischer Marsch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Gerne auch kostenlos abonnieren, ich sag's viel zu selten. Aber das wisst ihr ja, muss ich nicht immer jeder was sagen, ne? Gut, ich wünsche euch was, bis später. Ah, macht es gut, tschüss.